Guten Morgen Deutschland. Ich hoffe, das Bild und der Ton ist gut. Heute Morgen ist es etwas windig. Ich würde nicht sagen stürmisch, aber windig, aber stürmisch geht es seit gestern auch im Netz zu, liebe Leute. Die Europäische Union, diese wunderbare, demokratische, freiheitsliebende Veranstaltung, hat den nächsten Klopper gebracht, liebe Leute. Wir wissen ja alle, wir leben im Wertewesten, dort, wo die Meinungsfreiheit herrscht, wo wir alles sagen können. Möglicherweise kriegen wir dann aber irgendwann Konsequenzen, wenn wir das Falsche sagen. Deswegen muss ich ja auch jeden Morgen immer aufpassen, bei YouTube, nicht wahr? Weil sonst könnte das ja Konsequenzen haben, weil wir haben ja eine Meinungsfreiheit, nicht wahr? Und die Europäische Union, das ist ja dieses Konstrukt, dieses Wunderbare, welches die Fahne der Meinungsfreiheit, des Wertewestens, der Demokratie ganz hoch hält. Und was haben die gemacht? Nun ja, wie ihr wisst, gibt es ja in der Europäischen Union Kräfte, die eigentlich doch gerne so ein bisschen die Meinungsfreiheit, ich will mal sagen, eingrenzen möchten. Ja? Also die Grenzen des Sagbaren verschieben, immer weiter einengen, weil es gibt ja Dinge, also bitte, liebe Leute, da können wir doch nicht drüber reden. Ja? Also stell euch mal vor, in Europa würde es auf einmal Menschen geben, die sagen, wir wollen diese EU nicht mehr. Ja, das ist ja schon fast die Grenze des Sagbaren. Nun ist es aber so, dass sich ja in den letzten Jahren etwas entwickelt hat, was der EU, der Europäischen Union und diesem Wertewesten, dieser gelebten Demokratie und Freiheit sehr gefährlich werden kann. Und was ist das? Genau, wirkliche Meinungsfreiheit. Free Speech nennt sich das Ganze. Wirkliche Meinungsfreiheit. Dass man wirklich kritisieren darf, was diese Herrschaften gerne verbieten würden, dass man nicht kritisieren darf. Wir reden natürlich nicht über Beleidigungen oder über Aufrufe zu Gewalt oder was auch immer. Nein, nein, da reden wir nicht von. Wir reden von einfacher politischer Meinungsfreiheit, sowohl auf der einen, aber auch auf der anderen Seite. Und diese Europäische Union ist hergegangen und hat unter anderem auch dieser Plattform, auf der ich hier gerade sende, aber auch vielen anderen Plattformen, unter anderem auch X, ehemals Twitter, ihr wisst, das ist der Laden, der von Elon Musk übernommen wurde und der für Free Speech, für die Meinungsfreiheit einsteht. Diese Plattformen haben ein Schreiben bekommen von der Europäischen Union. Sie möchten doch bitte unter dem Radar die Meinungsfreiheit eingrenzen. Also diese ganzen sozialen Plattformen sollten anfangen zu zensieren. Ihr habt richtig gehört. Man hat die Plattformen angeschrieben. Elon Musk hat das gestern veröffentlicht und hat den Plattformen gesagt, passt mal auf Leute, wir wollen, dass ihr das eingrenzt unter dem Radar, so dass es niemand von euch da draußen mitbekommt, dass es einfach passiert. Als wenn niemals irgendwas gewesen wäre. Und wenn ihr das nicht macht, no, dann wird es halt Konsequenzen geben. Und was meint ihr, was Elon Musk gemacht hat auf X und Twitter? Er hat gesagt, er macht da nicht mit. Er steht für Free Speech, für die Meinungsfreiheit. Und das Resultat sehen wir jetzt heute in den Medien. Man droht jetzt X und Twitter mit einer Strafe 6%. 6%. Das ist absoluter Wahnsinn. Des weltweiten Jahresumsatzes, weil er diesen Wahnsinn nicht mitmacht. Er hat dazu geschrieben, dass die anderen Plattformen, wie zum Beispiel möglicherweise auch jener, auf welcher ich gerade sende, den ganzen Spaß mitmachen. Wir erleben also hier gerade die Offenbarung der Europäischen Union als wahrlich freiheitliche Demokratie, als Ort der Meinungsfreiheit. Ich finde es toll. Ja? Ist genau wie das AfD-Verbotsverfahren, was ja angestoßen wird von dem Running Gag von Wanderwitz. Ich habe die letzten Tage nochmal genau hingeschaut. Der Junge geht sogar auf Tour. Ja, ja, ja.
der geht auf Tour zum Beispiel in Sachsen mit keinem Geringeren wie dem Wuppertaler SPD-Mann Helge Lind. Ja, Helge Lind. Wunderbar. Göttlich. Ja, die beiden gehen in Sachsen auf Tour, um für ein AfD-Verbot zu werben. Und wo machen sie das? Ja, natürlich in ihrer Blase. Ist doch klar, in der links-rot-grünen Woken-Blase. Weil das sind ja die Einzigen, die sich total demokratisch verhalten, die ja überhaupt gar kein Problem mit der Meinungsfreiheit haben und deswegen ja gerne ein Parteiverbot haben möchten. Weil ihr da draußen ja so verdammt wahnsinnig dumm seid, dass ihr der AfD in der Opposition eine Stimme gibt, ja, und nicht dem Helge Lind und dem Running Gag Wanderwitz. Auch wieder ein Beispiel, ein wunderbares Beispiel dafür, in welcher famosen Demokratie und in welcher famosen Meinungsfreiheit wir hier leben. Und das sind die Leute, die ein Grundgesetz in den höchsten Tönen loben. Dass diese Herrschaften sich nicht in Grund und Boden schämen. Das ist eigentlich alles. Im Grundgesetz steht die Meinungsfreiheit verbrieft drin. Im Grundgesetz steht drin, dass man Minderheiten nicht drangsalieren darf. Im Grundgesetz steht drin, dass man wegen seiner politischen Anschauung, wegen seiner Religion nicht abgekanzelt werden kann, diskriminiert werden darf. All das steht in dem Grundgesetz drin. Und Menschen wie Helge Lind von der SPD, Wanderwitz von der CDU, Leute wie die Europäische Union, die da sitzen, der Altparteien, was machen die denn? Was machen sie? Auf Deutsch gesagt, sie scheißen auf das, zum Beispiel, wenn sie hier aus Deutschland kommen, aufs Grundgesetz. Sie reden von Meinungsfreiheit und verstoßen gegen sie. Sie reden von Demokratie und spüren sie den Lokus runter. Das ist alles so irre. Und das Interessante ist immer wieder, was erleben wir denn? Dass niemand in Deutschland in der Masse sich dagegen auflehnt. Ganz demokratisch, ganz friedlich natürlich, logischerweise. Ja. Dass niemand Einspruch erhebt, laut und deutlich. Dass über die Fernsehsender, über die Massenmedien, über die Leitmedien, das alles noch hofiert wird. Nein, noch schlimmer. Sie belügen die Menschen sogar noch tagtäglich da draußen, indem sie sagen, na, aber wir sind doch Demokraten und wir stehen doch für die Meinungsfreiheit. Ach ja, ach ja. Und die Leute da draußen in der breiten Masse, die auch hier oben auf dieser wunderschönen Insel Urlaub machen, interessiert das nicht. Entweder wollen sie es nicht glauben, können sie es nicht glauben, verstehen sie es nicht oder es geht ihnen ehrlich gesagt auf Deutsch am Arsch vorbei. Nach dem Motto, noch mich betrifft es mich ja nicht. Aber wann fängt so etwas an? Wann ist der Moment für jeden persönlich, wann so etwas anfängt? Wenn du nicht mehr sagen darfst, was du denkst, wenn du nicht einverstanden bist, mit einer gewissen Art von Politik. Und wenn du dann den Mund aufmachst, dass du dann Konsequenzen spürst. Wann fängt das an? Und muss es erst so weit kommen? Gestern war wieder so eine Paradevorstellung von Thilo Jung, glaube ich. Palastrevolution nennt sich das Ganze. Und da spricht zum Beispiel die Büchse der Pandora. Alena Büchs. Wir kennen sie alle vom Ethikrat. Und was tut sie? Sie haut raus, AfD-Verbot, das muss unbedingt kommen. Und dann müsst ihr euch da draußen, die Leute, die nicht informiert sind, die leider nur ARD und ZDF gucken, warum tut die Frau Büchs das denn? Diese tolle, gut aussehende Frau von Format, die uns doch so alle wunderbar durch die Corona-Pandemie geführt hat mit ihrem Ethikrat. Und obwohl sie gegen alle ihre ethischen Grundsätze eigentlich verstoßen hat, indem sie sich für die Maskenpflicht eingesetzt hat, die, naja, wir wissen es mittlerweile, Blödsinn war, dass sie sich für Lockdowns eingesetzt hat, für Schulschließungen eingesetzt hat, dass sie niemals einmal richtig den Mund aufgemacht hat und für ihre Ethik eingestanden ist. Die Impfpflicht propagiert hat für einen Impfstoff, der ja angeblich nebenwirkungsfrei ist, nicht wahr? Hochlebe die Bratwurst. All diese Dinge hat Frau Büchs
mit unterstützt. Und diese Frau stellt sich jetzt vors Mikro und sagt, also wir brauchen jetzt ein AfD-Verbot, ja, weil diese Partei geht ja mal gar nicht. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Und das ist der Punkt. Meine Zuschauer hier auf meinem Kanal, die wissen das. Der Punkt ist, warum sie alle das Verbot wollen, warum genau diese Leute zum Beispiel, wie eine Alena Büchs, das Verbot will, weil die AfD darauf besteht, einen Untersuchungsausschuss zu machen, und zwar einen ordentlichen Untersuchungsausschuss, der diesen Irrsinn damals wirklich mal auseinandernimmt. Weil dann stellt sich nämlich raus, dass das nichts mit Ethik zu tun hatte, was da damals gelaufen ist. Und sie haben Angst davor, dass der Wind sich einmal dreht und sie nicht mehr die heiligen Kühe sind, sondern das sind, als was wir damals sie schon gesehen haben, als die hässliche Fratze im Spiegel und nicht als heilige Kuh. Und das ist das große Problem, was wir hier in Deutschland haben, was ich immer noch hier sehe und was meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar noch schlimmer wird, wenn nicht langsam mal die Menschen da draußen zur Besinnung kommen. Und wenn eine EU schon anfängt, die Meinungsfreiheit auszuhöhlen, abzuschaffen im Grunde genommen, indem sie die sozialen Netzwerke anschreibt und sagt, hört mal Leute, pass mal auf, ihr müsst jetzt alles zensieren, aber natürlich dürfen wir das den Bürgern nicht sagen, weil wir wollen ja die Demokratie hochhalten. Ja? Dann müsste eigentlich diese ganze Europäische Union, dieses ganze Europa aufstehen und müsste diese Europäische Union ganz demokratisch zum Teufel jagen. Weil das hat mit Meinungsfreiheit, mit Demokratie, mit Freiheit überhaupt nichts mehr mit zu tun. Schönen Tag euch.